Einen wunderschönen guten Mittag am zweiten Tag vom Chaos Communication Kongress 2016. Wir haben jetzt auf der Bühne ein Podcast-Angebot der etwas besonderen Art. Also es zeigt auch wieder die Bandbreite des Podcast-Landes. Denn da sitzen zwei Generationen, wenn man das mal so ein bisschen vereinfacht darstellen soll. Dort sitzen Frank Schürmann auf der rechten Seite, den wir auch unter... Verkehrt rum. Was die denn? Nachnamen sind verkehrt rum, würde ich sagen. Ach, Jan Schürmann, Entschuldigung. Genau. Ich habe es richtig aufgeschrieben und falsch vorgelesen. Entschuldigung, danke, dass du aufpasst, dass ich nichts Falsches sage. Auf der rechten Seite... Hab dich auf dem Kopfhörer. Frank Elstner, den wir unter Melonator kennen. Jetzt ist es komplett durcheinander. Also, ich sag mal, das ist Frank und das ist Jan. Und der Frank heißt Elstner. Den Witz verkneife ich mir. Der hat auch ein T in seinem Nachnamen und der hat einen anderen Kontostand. Mit Sicherheit, aber ich spreche das so undeutlich aus, das kann man kaum auseinanderhalten, das mit dem S und dem T. Das geht alles von unserer Zeit ab, übrigens. Entschuldigung, ich mache mich ja schon vom Acker. Ich dachte, ich wollte euch ein bisschen warm reden. Nee, mach schnelle Vorstellungen. Ich will die beiden machen einen Podcast, der nicht ohne Grund ein Ohr im Logo hat. Das heißt, hör doch mal zu. Das ist ein Podcast mit breiter Spannweite. Es geht um politische Themen, es geht um persönliche Themen. Es ist insofern auch was Besonderes, denn beide podcasten aus Berlin, aber sie sitzen nicht am selben Tisch, außer heute. Normalerweise ist es eine Remote-Verbindung, da steckt auch wieder Studio-Link dahinter und sie haben eine große Bandbreite. Heute bringen sie mal mit die Sachen, die letztes Jahr so im Brennpunkt gestanden haben, und zwar tatsächlich im wörtlichen Sinne, die ARD-Sendung Brennpunkt. Ein Jahresrückblick mit allen wichtigen Sachen, zumindest die, für die die ARD, die von der ARD als solche bezeichnet worden sind. Viel Spaß und Mitarbeit ist gefordert von euch, dem Publikum, mit Jan und Frank. Viel Spaß. Ich höre die Spur nicht. Das Intro bitte. Ja, die haben noch ein Problem im Routing. Ja, das klingt besser. Hallo und herzlich willkommen zu Hör doch mal zu mit dem Frank. Und dem Jan, hallo. Und wir haben Publikum, hallo Publikum. Macht euch bemerkbar. Jetzt wissen wir, wofür wir die Saalmikros haben. Ja, genau. Ey, sag mal, was fummelst du denn da dauernd? Ja, du musst da mal weitermachen erstmal. Vorstellung, genau. Ich fummel da dauernd, ja. Ja, ich fummel hier dauernd. Ich habe hier was in der Hand. Das braucht man zum Stimming. Und ja, ich bin Autist. Genau, und ja, ich bin autistisch veranlagt. Das ist so ein bisschen, das färbt immer so ein bisschen auch in unserem Podcast ab. Ansonsten bin ich auf Twitter @fairsein und hier unter deckt3247 erreichbar. Das ist dann auch fair auf der Nummer. Stell du dich auch mal vor. Ja, mein Twitter-Handle entstammt meinem Beruf. Mache ja seit 30 Jahren was mit Mail und fand das einen günstigen Namen. Mittlerweile ist er mir zu lang. Ja, und da wir beide uns ja unterscheiden, ich bin kein Autist, lernen wir auch ständig voneinander. Genau. Ja, also ich hab unheimlich viel lernen müssen, dass er zum Beispiel alles, was ich ironisch meine, ernst nimmt. Ja, außer du kennzeichnest es. Da muss dann ein Smiley ran oder so, ne? Naja, Ironie ist sowieso prinzipiell immer zu kennzeichnen. Gerade im Internet, das würde auch die Kommunikation, glaube ich, sehr erleichtern. Ich glaube, wenn wir im Internet prinzipiell Ironie kennzeichnen würden, dann würden die Leute nicht so viel Beef miteinander haben. Ja, ein Kumpel von mir sagt immer, mach mal wenn er irgendwas sagt und ich ihn völlig entgeistert anschaue, sagt er, mach mal deinen Ironiedetektor an. Ja, das ist auch sehr gut, ja. Genau, ja. Wir fangen mal so an, wie wir eigentlich jede Sendung anfangen, nämlich mit den Tweets, die uns in der letzten Woche, und da wir 14-tägig sind, in den 2 Wochen aufgefallen sind. Genau, also erstmal haben wir Kapitel. Ich übernehme einfach mal das Klicken auch für dich, weil... Jetzt darf ich nicht mal mehr klicken. Jetzt hat er schon die Folien gemacht und jetzt lässt er mich nicht mal mehr klicken. Ja, das Problem ist, wenn einer die Folie macht und der andere klicken soll, dann weiß der andere immer gar nicht mit dem Klicken. Und das Problem ist, dass mein Rechner Windows hat, um die
die Sounds abzuspielen. Und deswegen, sonst hätte er die Sounds abspielen können, aber das geht halt nicht. Und deswegen müssen wir das so machen. Ja, wir haben erst Tweets der Woche, 3 Stück. Dann kommen wir zu unserem Jahresrückblick mit Brennpunktraten. Und dann haben wir nochmal... Haben wir nochmal 3 Tweets hinten dran. Genau. Und so zum Ausklang. Reden wir nochmal über den Kongress. Dann sind mehr Leute da und dann macht das auch mehr Spaß. Und dann wissen wir auch, wie viel Zeit wir haben. Darf ich jetzt mal klicken, damit der erste Tweet kommt? Genau. Was ist denn der passt auch unheimlich gut hierher, finde ich. Genau. Weil das ist so eine Panne, die passiert. Ja. Z-escalated Nesquickly. Wir haben also einen Laptop und da sehen wir Nesquik mit Nesquik-Pulver drauf. Genau. Ja, ich kenne ja noch den alten Spruch, dass Tastaturen keinen Kaffee, kein Bier und keine Krümel mögen. Aber das feine Pulver ist natürlich besonders herb. Ja, ne? Das ist besonders herb. Ja, wenn euch die Tweets gefallen, könnt ihr auch euch bemerkbar machen. Ne? Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Tweet, der uns aufgefallen ist und den wir präsentierwürdig fanden. Genau. Frau im Edeka schaut in meinen Kinderwagen. Oh, ein Mädchen. Nee, ein Junge. Aber er hat einen rosa Schnuller. Ja, ja, er ist schwul. Fand ich super. Passt auch zu der ganzen Gender-Debatte ganz gut. Genau, ja. Ne? Ja, ich habe das ja mit Gender und so. Also es gibt ja irgendwie diese gendergerechte Sprache und da heben die ja immer darauf ab, dass man beide nennen soll. Ne? Immer noch die weibliche Form dazu in der Und-Form. Aber das Problem ist, es gibt ja auch Leute, die sich Nonbi, die sagen, sie haben kein Geschlecht, die sagen, sie wollen mit S angeredet werden. Und eigentlich ist es ja so, dass dieses, wenn man sagt, Podcaster und Podcasterinnen, dass man denn ja sich eigentlich auf eine binäre Geschlechtsform festlegt. Und deshalb, das ist doch eigentlich auch nicht in Ordnung. Nee. Aber das ist eine Diskussion, die wir nicht hier führen müssen. Also zu dieser ganzen Gender-Debatte, ich erlebe das ja jetzt, wenn ich für meine Enkelin mal was einkaufen will. Ne? Oh, also geht mal durch eine Spielzeugabteilung oder durch eine Klamottenabteilung in Kaufhäusern oder Einkaufszentren. Das ist ja sowas von widerlich rosa und blau. Das geht ja gar nicht. Ja? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht geht das. Da müsste man den Firmen auch mal ein bisschen näher treten. Aber da gibt es einen Trick. Man geht einfach so in so kleine private Spielzeugläden im Prenzlauer Berg. Da ist das nicht so. Ja, das ist doch so weit von mir aus. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass du da im tiefsten Westen wohnst. Wir haben noch nicht aufgelöst. Wir hatten ja diese schöne Einleitung. Wir wohnen ja beide in Berlin. Wir sind bei der Vorstellung ein bisschen kurz gewesen. Viele von euch kennen uns ja noch nicht, weil wir haben nicht so viele Abonnenten. Und hört einer unseren Podcast denn regelmäßig? Nö. Da meldet sich einer. Einer. Ja, den kenne ich. Ja, den kennst du sogar. Ja, der ist fast von mir bezahlt. Ah, den hast du bezahlt, dass er herkommt. Das ist wichtig. Wir nehmen das jetzt mal so zur Kenntnis. Nee, er wohnt ja in Lichterfelde. Ja. Und ich wohne in Köpenick. Und das habe ich bei Google Maps mal ausgemessen. Das sind 18 Kilometer Luftlinie. Genau. Und wir waren noch nie so nah beieinander zum Podcasten. Ja, ja. Ja, nächstes Mal komme ich aber zu dir. Da muss ich noch Einreise-Dings bezahlen. Ja, weil der kommt ja aus dem Osten. Und ich komme aus dem Osten. Genau. Der kann natürlich jetzt ohne Formalitäten kommen, aber der kriegt natürlich kein Begrüßungsgeld. Ne? Ja, das ist irgendwie ist da auch wieder ein Fehler im System. Ne? Aber egal. Und ja. Ich bin autistisch und ja, nehmen wir den nächsten Tweet. Die meisten Zitate im Internet sind falsch. Hat Aristoteles schon gewusst. Hat Aristoteles gesagt. Genau. Passt natürlich auch zu der ganzen Fake News-Debatte. Ja, ja, ja. Das ist in dem Zusammenhang auch gepostet worden. Ja, obwohl wir können ja mal so ein bisschen, deswegen habe ich den Tweet auch reingenommen. Diese Fake News-Debatte dieses Jahr, ich find die ja auch irgendwie so total verlogen irgendwie, weil eigentlich könnte man auch das einfach so machen, dass man sagt, so ja, wir machen denn halt irgendwie man macht einfach einen vernünftigen Grützedetektor und dann geht das ja auch schon. Früher hieß sowas Zeitungsente, das war das Krokodil im Rhein im Sommer. Ja. Oder Loch Ness. Genau. Also ich denke mal mit ein bisschen Bildung und Grützedetektor dann im Kopf. Und vor allen Dingen, wenn man den Leuten mal beibringt, nicht nur einer Quelle zu glauben, ne? Mhm. Aber das ist halt, das muss in der Schule anfangen. Ja, ja, ja. Ja, aber dumm regiert sich besser.
Das stimmt auch, ja. Ne, und ich glaube, mittlerweile merken die Leute... Und verängstigte Leute, die lassen sich noch viel besser regieren. Ja, soll ich dir ein bisschen Realitätsabgleich geben? Du musst einfach nur die Tagesschau von letzter Woche hören, die CSU geht da völlig frei. Die meinen, ja, wir brauchen mehr Videoüberwachung da draußen. Natürlich, weil die Kameras immer runter sofort von der Wand steigen, wenn da unten irgendwas passiert. Weißt du, was der Anlass ist? Das ist noch viel schöner. Der Anlass ist, dass sie jetzt irgendwie Leute überführt haben. Hast du die Sache mitgekommen mit diesen Obdachlosen im U-Bahnhof Schöneinstraße? Nur am Rande mitbekommen. Da haben sie Leute, irgendjemanden versucht irgendwie anzuzünden oder so, ziemlich krude Geschichte. Und der U-Bahnhof ist komplett videoüberwacht, ja, nur das zur Info. Und die haben sie jetzt gefasst mit Videoüberwachung. Und deswegen fordert die Union jetzt, wir brauchen mehr Videoüberwachung, weil die Videoüberwachung ja diesen Angriff nicht verhindert hat. Das ist auch schön, oder? Aber mehr Videoüberwachung hätte den natürlich verhindert. Nee. Ah, ich habe die nicht erkannt. Ja, du hast recht. Natürlich. Ha. Ja, hast einen an jetzt, den Ironiedetektor. Mhm. Okay, gut. Ja, wir wollen Brennpunktraten machen. Genau. Und wir haben als ersten einen Brennpunkt ausgewählt, von dem wir, der passt thematisch unheimlich gut auf den Kongress. Genau. Und den hören wir uns jetzt mal an. Genau, das ist jetzt... Ihr könnt mal raten, zu welchem Ereignis oder Thema diese Äußerung kommt. Wir hatten uns da anders geeinigt. Dieser Brennpunkt ist nicht von diesem Jahr. Und wenn einer raten will, dann kann er ja mal versuchen, das Jahr zu erraten. Aber oder mindestens mal den Anlass. Oder den Anlass, genau. Eins von beiden reicht hier. Wenn sich aber der vorliegende Verdacht bestätigt, haben wir es hier ganz sicherlich mit einer neuen Qualität gegnerischer Ausspähung unserer Datennetze zu tun. Das heißt mit anderen Worten, dass wir zwar mit einem solchen Versuch gerechnet haben, aber dennoch sehen müssen, dass wir hier eine konsequente Ausnutzung aller technischen Möglichkeiten zum Eindringen in unsere Datennetze genutzt hat. Und wir hoffen sehr, dass alle Betreiber solcher Datennetze nun sensibel genug werden, um die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten. Ja, irgendwie eine Idee. Hat jemand eine Idee, zu welchem Ereignis oder gar welchem Jahr das gehört? Oder traut sich einer mal ins Blinde zu raten? Oder wollt das nochmal hören? Leute meines Alters hätten vielleicht die Chance, über die Stimme drauf zu kommen. Irgendwie eine Idee. Ich sehe. Nee, ist nix, ne? Ist nix. Aber wenn ihr nicht mitspielt, dann. Sie nicht gut mitspielen. Nee, dafür sind sie zu jung. Dafür sind sie zu jung. Oh, er macht Komplimente. Soll ich es mal aufklären? Ja, löse mal auf. Ich habe es hier reingepackt. Das ist der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz namens Böden. Vorname habe ich ihm jetzt gerade nicht parat. War es Klaus? Ist egal. Zum sogenannten KGB-Hack. Das war im Jahr 1989, sich einige Leute aus einem... Gehörten die zu diesem komischen Club? Ja, lass das raus. Da ein bisschen in... Systeme eingehackt haben. Das mussten die aber damals noch über DATEXP oder so einen alten Scheiß machen. Aber mit dem Angriff auf die Datennetze und so, ne? Und erhöhte Sicherheit, das kann durchaus auch von gestern sein. Ist auch ganz witzig, in dem Ding kommt natürlich auch zum Vorstellen, der Russe war es, ne? Das steht da auch, das ist jetzt hier in dem Ausschnitt nicht drin, aber wenn man den weiter anhört, dann kommt da auch natürlich sofort, der Russe war es, was halt auch sehr schön. Ja, weil das Stichwort war ja auch KGB-Hack. Ja, genau. Ja, das ist, dabei war es gar nicht der KGB, das waren halt Deutsche. Das ist halt sehr schön. Wilde Story. Kann man auf Wikipedia sicher mal durchlesen. Ja, wir verlinken das in den Shownotes. Genau. Nehmen wir doch mal den nächsten. Nehmen wir den nächsten und jetzt müsst ihr mitraten. Oh, wir haben ein neues Publikum bekommen. Hallo Publikum. Hallo Publikum. Die neuen. Willkommen im Club. Genau, willkommen. Wir machen hier Brennpunktraten und wir haben ja einen Engel und der wird dann euch gleich fragen, von was ihr denkt, was dieser Brennpunkt ist, der kam in diesem Jahr. Noch immer steht die Schlammbrühe knöcheltief. Nicht einmal eine Stunde brauchte sie, um das Erdgeschoss von Siegfried Sänger zu verwüsten. Alles hatte einen Platz, bis gestern Abend. Dann ist die Brühe hier durch die Hintertür rein, vorne raus, hat hier die Hauswand da hinten noch weggerissen.
vorne ist man halt im Freien, nicht? Da geht es direkt in den Bach rein. Gott sei Dank war niemand im Haus. Wir vermissen momentan noch unsere Katze. Ich weiß nicht, ob die es geschafft hat, noch rechtzeitig wegzukommen. Aber ansonsten müssen wir halt zusehen, dass wir hier unsere Sache wieder geregelt bekommen. Den Nachbarn hat es noch schlimmer getroffen. Die Hauswand notdürftig abgestützt, ja. Sonst wäre das Haus schon in sich zusammengebrochen. Ein Fachwerkhaus. Ja, sobald einer was weiß, kann er sich melden. Ja, genau. Sobald einer das weiß, kann er sich auch melden. Den blende ich aus. Irgendwer eine Idee, was das welches war. Welches Ereignis das war? Ansonsten blind raten. Komm, Leute. Die trauen sich nicht. Die trauen sich nicht. Oder die gucken halt nicht ARD-Brennpunkt, ne? Ja, aber ihr wisst doch, was dies Jahr so los war. Was könnte denn das gewesen sein? Ansonsten ratet einfach ins Blaue. Wollen wir noch ein paar Tipps geben? Das war ein Ereignis, wie es jedes Jahr so mal vorkommt. Und mal im Norden, mal im Osten, mal im Süden, mal im Westen. Öfter bei Flüssen. Die Flut in Simbach, also das Hochwasser. Ja, jawohl. Genau. Dieses, wer bist du? Da. Hier rechts, wer linke Hand von euch. Ah, ja, ja. Sag's mal ins Mikrofon, wer du bist. Die Susi aus Deckendorf, aus Niederbayern. Das ist ja ziemlich dicht bei, ne? Ja. Ja, also uns hat's vor ein paar Jahren erwischt. Genau. Also uns im Sinne von Ort oder dich persönlich? Im Sinne von Ort. Ah ja. Ja. Nee, das will man nicht, ne? Wasser so anderthalb Meter im Wohnzimmer ist irgendwie nicht so angesagt. Findet man nicht so toll. Also ich staune auch dann teilweise über die Gelassenheit der Leute, die sich dann relativ schnell doch mit dieser Situation abfinden. Ja, also ich möchte das nicht haben. Ich habe das mal reingenommen, weil ich dachte so, ja, wir hatten dieses Jahr gar kein Unwetter. Dachte ich so im Nachblick. Und dann fiel mir auf, ja, wir hatten ja da doch was. Ne? Wir hatten keine Elbeflut. Wir hatten nicht so eine große Elbeflut, aber wir hatten halt das. Und ich glaube, wir hatten sogar noch einen anderen Brennpunkt zum Unwetter. Und den hatten wir auch, das haben wir aber nicht drin im Rätsel, den hatten wir auch noch hier mehrere Erdbeben in Italien. Da haben die Italiener hat es da im Apennin mit Erdbeben schwer getroffen. Genau. So. Machen wir den nächsten. Das war doch schon mal was. Genau. Hat jemand erraten. Sehr schön. So, genau. Da haben wir jetzt sogar zwei. Ich mach mal, da haben wir zwei. Sobald einer was weiß, melden, den blenden wir aus. Genau. Alle, die in die Waggons hineinblicken, berichten von grausigen Bildern, die auch den Routiniers unter den Rettungskräften an die Nieren gehen. Ein Pendler aus Brandenburg schildert die Minuten nach dem Unfall heute Nachmittag im BR-Hörfunk. Ich habe brutales Glück gehabt, weil ich war eigentlich die erste Reihe, die einigermaßen unverletzt ist. Also ich habe jetzt gebrochene Nasen und Prellungen, aber die Reihe vor mir, der hat schon ziemlich eingezwickt, bevor die Reihe waren. Ah, einer eine Idee? Irgendwie eine Idee. Welches Ereignis war das? Welches Ereignis war das? Da will einer ein Mikrofon haben, oder? Das ICE-Unglück in Bayern, kann das sein? Na, es war kein ICE, es war nur ein Zug. Oder ein Zugunglück, ja. Das war dieser Frontalzusammenstoß. Genau, von zwei Metronom-Triebzügen. Ja. Wo dann rauskam, der Fahrdienstleiter war es. Weil er irgendwie mit einem Handyspiel gespielt hat. Er war abgelenkt. Er war abgelenkt und ja. Jetzt endlich kam aber auch noch dazu, dass das Signalsystem gleichzeitig auch auf Ersatzsignal war. Also das Problem war, dass... Ja, er hat halt die Technik überlistet, ne? Nee, er hat... Doch, er hat Ersatzsignal gezogen. Ja, aber das regulär, aber... soweit ich das verstanden habe, war es so, dass halt das Signal gestört war? Nein. Nein? Nein. Die Signaltechnik hat hervorragend funktioniert. Bad Aibling hatte rot, weil der andere auf der Strecke war. Er hat gesagt, kann nicht sein, ist eine Störung. Achso, aber es war nicht so, dass er sowieso auf Störbetrieb gefahren ist. Nee? Okay, das hatte ich erst anders gesehen. Naja, ich meine, der kommt aus dem Spielchen plötzlich auf seinen Stellwerkstisch, ne, und... Nee, ich hatte das so verstanden. Sorry to correct you. Okay. Der hat 3,5 Jahre dafür gekriegt, ne? Ohne Bewährung. Ja. Das will man auch nicht erleben. Genau. Jetzt kommen wir zum... Das war also dieses Zugdrama in Bayern.
Genau. Jetzt fragen wir doch noch mal, was das ist. Genau. Ja. Seit Tagen warten tausende Menschen hier auf diese Nachricht. Hunderte stürmten daraufhin zum Grenztor. Doch die griechisch-mazedonische Grenze blieb auch heute zu. Die Frustration darüber entlud sich erst in Sprechchören. Ja, was war das? Die Frage. Da hinten will einer was sagen, glaube ich. Kann das sein? Wollte da nicht? Da wollte niemand. Nee? Irgendeine Idee? Keiner? Wollen wir es nochmal spielen oder sollen wir auflösen? Wir lösen mal wir auf. Wir lösen mal auf. Genau, das war im Februar diesen Jahres. Als ein Gerücht an der griechisch-mazedonischen Grenze die Runde machte, es sei alles offen und die rannten dann Richtung Grenzzaun und die mazedonischen Sicherheitsbehörden haben da ziemlich übel mit Tränengas, Gummi geschossen. Ja, genau, reagiert. Ein paar sind durchgekommen, die haben sie dann auch gleich wieder eingecasht und zurückgebracht nach Griechenland und dann mit Tränengas und da gab es halt auch einen Brennpunkt. An dem fand ich zwei Sachen interessant. Erstens, das war auch 2016, das kam mir länger hervor, diese ganze Sache Idomeni und so. Ja. Und dann fand ich das noch spannend, so mit diesem Aspekt, so wie man merkt, wie so sich das Jahr auch verändert hat. So auch der ganze Duktus dieses Brennpunkts, der macht wirklich, ist wirklich spannend, den sich nochmal anzugucken auch. Den hätten die in der Form im Oktober diesen Jahres nicht gebracht. Nee, da war das ganze Thema auch da noch war das, ganz frisch. Da, ja, nee, da hatte das noch einen anderen Drive. Da waren die Flüchtlinge wirklich noch Geflüchtete und da hat man, also weißt du, da war die AfD auch noch nicht so in den Leitmedien auch, dass man da Rücksicht nehmen drauf muss und so. Da hatte das alles noch einen anderen Touch, einen anderen Drive. Da waren haben die Medien noch anders über diese Themen berichtet. Da war noch mehr Anteilnahme? Ja, in der Richtung, ja. Genau. Ja. Da hat sich die Berichterstattung auch verändert. Das stimmt, würde ich auch so sehen, dass heute dieser Empathieteil gar nicht mehr in dem Maße stattfindet. Ja. Heute heißt halt die geschlossene Balkanroute und gut ist, ne? Genau, jetzt kommen wir zum nächsten. Bei einer Demonstration gegen Polizeigewalt haben Heckenschützen das Feuer eröffnet. 5 Polizeibeamte sterben im Kugelhagel. 7 weitere Beamte und 2 Zivilisten werden verletzt. Die Fahndung nach den Tätern beginnt. Ein Mann verschanzt sich in einem Parkhaus, liefert sich einen Schusswechsel mit der Polizei. Er sei empört über die jüngste Polizeigewalt gegen Schwarze, soll er geäußert haben. Und er habe Weiße töten wollen, vor allem weiße Polizisten. Der 25-Jährige wird schließlich mit einem Sprengsatz getötet. Außerdem nimmt die Polizei 2 Männer und eine Frau fest. Du hast eine Idee. Äußer sie mal. Trotzig. Du hast doch eine Idee. Äußer die mal. Mehr als daneben liegen kannst du ja nicht. Genau. Traut euch ein bisschen. Partizipation. Die trauen sich nicht. Oh. Sollen wir es nochmal spielen oder? Nee, wir sind zeitlich knapp. Wir sind zeitlich ein bisschen knapp. Da will einer. Ja, ich glaube, das war der Amoklauf in München im Einkaufszentrum. Falsch. Nein. Aber mutig. Gut, immerhin. Ja, immerhin. Noch einer? Hier vorne? Nee? Nö. Nee? Ah, doch, da vorne. Da versucht einer was. So. Demonstration in den USA gegen Polizeigewalt, gegen Schwarze? Ja, das waren die Todesstöße während einer Demonstration. Das war in Dallas, ja. In Dallas. Super. Genau. Toll. Glückwunsch. Glückwunsch, aber kein Gewinn. Glückwunsch, aber kein Gewinn, genau. So. Ja. Haben wir noch einen? Ja, wir haben noch einen.
Das liegt geografisch relativ nah dabei. Gegen 2 Uhr schießt hier ein Mann in einem Nachtclub plötzlich um sich. Er tötet und verletzt Gäste mit Schüssen aus einem Gewehr und einer Handfeuerwaffe, so die Polizei später. Mindestens 50 Tote, mindestens 53 Verletzte, von denen einige noch in Lebensgefahr schweben. Die Bilanz des blutigen Angriffs. Ah, wieder. Ihr merkt, es geht unheimlich brutal zu. Ich hoffe, ich tippe dieses Mal richtig. Orlando. Ja, super. Der Herr erhält 20 Punkte und keinen Gewinn. Ach so, du warst zu schnell. Du warst zu langsam. Das war der Nachtclub, der sich da auch gezielt auf das schwule Publikum richtete, ja, dieser Angriff. Da war auch nie so ganz klar, ob das jetzt IS war oder ob der. Das war auch so ein komisches Ding, wo es denn der IS hat sich dazu bekannt. Die bekennen sich zu allem. Ja, und dann hat aber das FBI gesagt, ja, eigentlich ja nicht. Also da gibt es ja auch unterschiedliche. Also irgendein Experte meinte ja nach diesem Berlin-Ding auch, dass der IS sich eigentlich immer nur zu denen erkennt, die er gemacht hat. Aber je nachdem, vielleicht war das auch ein schlechter Terrorismus-Experte. Ne? Du weißt ja, Terrorismus-Experte. Ja, gibt es jede Menge. Ja, das ist ständig immer neue Terrorismus-Experten. Genau, ja. Ich finde es auch mal so spannend, wer denn da alles Terrorismusexperte ist, ne? Ja, der Terrorismusexperte beim RBB zum Beispiel, dieser Joe Goll. Ja, na, der macht ja sonst auch Parlamentsberichterstattung. Hat das auch was mit Terrorismus zu tun? Hier Kriminalberichterstattung meine ich, nicht Parlament, Kriminal. Also der macht so Gerichtsfälle und sowas. Genau. Wir bleiben immer noch in diesem Bereich und werden jetzt so ein bisschen kommen wieder zurück auf unseren Kontinent und ja, guck mal. Scharfe Kontrollen an den U-Bahnen. Militär in den Straßen. Der Flughafen noch immer geschlossen. Heute Mittag Schweigeminute. Die Menschen in Trauer. Meine Botschaft ist, wir werden keine Angst haben. Belgien steht immer noch aufrecht. Ja, das war's schon. Das war der Anschlag in Belgien. Richtig, das war der Anschlag in Belgien und der. Zur selben Zeit war meine Tochter in Ypres, hat da eine tote Bombe vom Ersten Weltkrieg ausgegraben und mit nach Hause geführt. Sie wurde nicht kontrolliert. Sehr geil. 10 Applaus dafür. Super. Hat die Blindgänger. Sorry, ich muss da mal nachhaken. Hat die einen Blindgänger ausgegraben? Ja. Das war so eine Bombenhülle, also so eine Granate, ich würde sagen, so Artillerie. Okay. Oh, hübsch. Ja. Im Handgepäck oder im Fluggepäck? Im Handgepäck. Sie ist in Brüssel nicht aus dem Bahnhof rausgegangen und wurde deswegen nicht kontrolliert, wie sie also, von der einen zum anderen Gleis gegangen ist. Ach, im Bahnhof, nicht im Flughafen. Ich dachte, wäre damit geflogen. Das hätte ich geil gefunden. Ja, aber Bahn ist ja auch. Ja, aber gut. Ja. Wobei wenn du nicht gescannt wirst, dann können die das auch nicht entdecken. Nee, aber ich weiß zum Beispiel, ich habe mich einigermaßen gewundert, dass man in Spanien, wenn man dort mit dem Schnellzug von Granada Richtung Madrid fahren will, dass man da vorm Einstieg ähnlich im Flughafen kontrolliert wird. Also du kommst auf die Bahnsteige nur, wenn du durch so eine Sicherheitsschleuse durch bist. Ich glaube, 2004 mal nach London gefahren mit dem Eurostar. Da sind wir in Brüssel umgestiegen und da war das auch so. Und das ist schon echt lange her. Ne? Also ich warte ja darauf, dass die bei uns auch noch drauf kommen. Nein, das machen die nicht. Dazu sind wir Deutsche und das machen wir nicht. Das haben wir noch nie so gemacht und da könnte ja jeder kommen. Ja, aber wir sind doch Deutsche und von denen hat Lenin gesagt, die Revolution, vor der Revolution kaufen die sich noch eine Bahnsteigkarte. Ja, genau, und deswegen brauchen wir ja keine Sperren. Ach, weil wir keine Revolution machen? Ja, genau. Nee, weil wir uns vorher eine Karte kaufen. Ah ja, ne? So. Ja. So. Einen haben wir jetzt noch vor dem großen Ding. Einen? Bevor wir zu was anderem kommen, aber der ist auch gut. Hau mal rein. Der ist auch gut. Genau, ist auch wieder was Heimisches. Das kann man ja schon mal sagen. Entsetzliche Tage liegen hinter uns, voller Gewalt und zuletzt gestern Nacht, wie gehört, bei einem Open-Air-Konzert in der kleinen bayerischen Stadt. Heute legen die geschockten Menschen Blumen am Tatort nieder und beten für die Opfer. Ja, um es euch nicht ganz so einfach zu machen, haben wir hier ein Piep eingefügt. Was war das? Einfach Open-Air-Konzert als Stichwort. Es war vielleicht der Sturm bei Rock am Ring oder Rock am Park oder wo das war? Nein. Dazu gab es auch keinen Brennpunkt, soweit ich weiß. Okay, tut mir leid. Nee, braucht ihr nicht leid tun. Nee, ist ja gut. Ist doch toll, wenn die
Leute hier mitmachen. Traut euch da hinten. Noch einer einen Tipp? Komm, drei Tipps und dann lösen wir auf. Und der Mikrofonengel rennt. Wir sind gespannt. Das war in Ansbach. Ja, ja, super. Genau, das ja. war der Kofferbomber in Ansbach. Ja, Ansbach, da ging es um... Ja, der wollte den Rucksack auf dieses Festivalgelände bringen und dann entweder hat er zu zeitig gezündet, er kam jedenfalls nicht auf das Gelände. Nee, das war so super dilettantisch vorbereitet. Das war auch so eine komische Woche, ne? Da war erst war Würzburg. Ja. Dann war irgendwie, ich glaube, das war die Woche mit den meisten Brennpunkten. Erst war Würzburg. Ansbach? Und dann war dieses Ansbach und den Rest verraten wir noch nicht. Sonst wäre es zu einfach. Nee, das sagen wir noch nicht. Und ja, bleib mal da noch. Und das war auch so dilettantisch vorbereitet irgendwie, ne? Der hat in einem Flüchtlingsheim gewohnt und irgendwie denn das war so super dilettantisch. Was mir bei all diesen Sachen dann immer auffällt, also gerade auch Ansbach, dass dann die Journalie irgendwann den Spaß dran verliert. Also dass die letzten Sachen dann doch immer nicht berichtet werden. Wie meinst du das? Also ich habe oder bin ich so vergesslich, dass ich nicht mehr genau weiß, wie der Fall dann letztlich aufgelöst wurde. Also das war ja ein Selbstmordattentäter. Insofern den konntest du nicht mehr wegsperren. Jetzt endlich war das so, dass da irgendwie rauskam, dass der auch das war halt irgendwie so konfus, dass man denn das irgendwie nur noch am Rande abgedruckt hat, weil der war halt irgendwie auch psychisch krank und hatte irgendwie auch Selbstmordabsichten. Und die Frage war halt irgendwie, der hatte auch irgendwie schon zwei Selbstmordversuche hinter sich oder so, also richtig böse. Und irgendwann war das dann halt, glaube ich, irgendwann habe ich dann auch immer den Verdacht, dass dann die Behörden denken so, das sieht jetzt zu sehr nach Behördenversagen aus, dann nehmen wir jetzt, da reden wir dann jetzt machen wir mal einen Selbstmordattentäter draus. Nee, da berichten wir einfach nicht weiter drüber. So das drucken wir jetzt nur noch auf Seite 7 hinten links ab, so. Ja. Weißt du, damit du das denn... Ich meine, wenn der schon Selbstmordabsichten hatte, dann ist das wahrscheinlich auch dieser berühmte Fall, beim Selbstmord noch jemanden mitnehmen. Ja, erweiterter Selbstmord. Das war, also gerade Ansbach und auch Würzburg war ja noch eine ganz andere Geschichte. Das war ja dieser Mann mit der Axt im Zug, der da irgendwie mit der Axt durch den Zug gerannt ist und dann irgendwie... von der Polizei erschossen wurde, wo dann irgendwie Renate Künast gefragt hat. Ja, ja, ob das sein musste. Ob das sein musste. Aber ich meine, dass ich glaube, das muss sein, damit die Behörden denn keine Aussagen vom Täter mehr kriegen können. Das haben wir jetzt in Berlin ja auch gesehen, ne? Der wurde in Mailand ja auch einfach erschossen. Ja, wobei, wenn du sagst, keine Aussagen mehr kriegen können, meinst du, die wollen die nicht haben, die Aussagen? Ja, glaube ich schon. Da bin ich mir nicht so sicher. Teilweise glaube ich das schon. Dass sie sagen, nee, lieber Attentäter tot, als dass der noch irgendwas uns sagen könnte. Weil gerade auch wieder das Ding mit diesen Attentäter in Berlin, da kam ja danach auch so viel Behördenversagen raus, dass du auch wieder dachtest, so, was kann denn da alles sein? So, da war ja so viel dabei, irgendwie so, hier der Geheimnis hat gesagt und der hat gesagt und der hat gesagt, das war doch also alles. Also Berlin so krass. Müssen wir, glaube ich, jetzt abbrechen. Das wird uns sonst zu viel. Ja, wir haben noch Zeit ohne Ende. Wir haben noch, na, ohne Ende nicht. Wir haben noch vier Dinger nur noch. Was? Wir haben nicht mehr viel. Ja. Jetzt muss ich hier, genau. Ja, jetzt kommen wir... Mindestens einen haben wir noch. Genau, warum ist denn der hier schon... Ach so, nee, ich verstehe. Die ersten Stunden nach der Tat waren geprägt von Gerüchten, Unsicherheiten und Panik. Zeitweise war von mehreren Tatorten die Rede. Gerüchte über Schusswechsel in Restaurants und einer Zeitungsredaktion machten über soziale Netzwerke die Runde. Falschmeldungen und falsche Fotos gingen durch das Netz in die Öffentlichkeit. All das hat die Arbeit der Polizei massiv erschwert. Genau, wenn wir haben ja jetzt auch ein paar neue, weil die Vorträge gerade zu Ende sind. Wir machen hier lustiges Brennpunkte-Raten und ja, da will einer auflösen. Ja, das war der Amoklauf in München, in einem Einkaufszentrum, ja. Wo er dann auch nachher mit einem am Balkon geredet hat. Genau, das war der Fall. Ja, das Video war auch so geil. So. Ja, wobei diese Sache, die hier angesprochen wird mit diesen Meldungen übers Netz oder so, das hat auch
innerhalb der Journalistenschar zu einer heftigen Diskussion geführt. Ich habe eine Sendung des Bayerischen Rundfunks, eine Hörfunksendung gehört, wo man Tage später mit der Redaktion von BR5, also BR aktuell, dem Inforadio, gesprochen hat. Und der damals im Dienst befindliche Redaktionschef vom Dienst, der sagte auch, sie haben sich an der Stelle irgendwann ausgeklinkt aus den sozialen Medien und haben nur noch Sachen berichtet, die ihre Leute vor Ort ihnen gesagt haben. Und das hat innerhalb der mindestens der Öffentlich-Rechtlichen auch zu einer Diskussion geführt, sich ein bisschen zurückzuhalten und nicht gleich auf jeden Tweet und jedes Facebook-Posting abzufahren. Ruhe, nur wirklich selbst recherchierte Fakten zu berichten. Ich finde, man hat in Berlin schön gesehen, dass sie viel aus München gelernt haben. Ja, auch die Polizei übrigens. Denn dieser Pressesprecher der Münchner Polizei, der hat ja nicht umsonst... Ja, der Twitter-Account, der war geil. Nee, der Typ war auch in dieser Tiefgarage stehend auf die Frage, wie geht's jetzt weiter, zu antworten, wir machen unsere Arbeit, ist schon cool. Ja, das stimmt. Also der hat ja da wirklich Grandioses geleistet. Ja. Der hat die auch richtig schön ausgebremst, diese sensationslüsternde Schar mit Kamera und Mikrofon. Ja, genau. Ja, wollen wir da nicht noch ein bisschen bleiben oder willst du schon weitermachen? Naja, ich habe ja schon das Thema, wie schnell muss man reagieren auf das. Und die haben halt das Problem, das kam auch in dieser nachträglichen Hörfunksendung raus, dass die Informationen unheimlich schnell kommen. Mhm. Und dass sie auch gewisse Zeit brauchen, um die Seriosität zu prüfen. Eben Stichwort Fake News. Nicht jedem Tweet hinterher hecheln, sondern sammeln, mehrere Quellen abwarten und dann in Ruhe berichten. Ja. Ja, aber dann kriegen sie unter Umständen kriegen sie dann wieder diese Kritik, warum geht das ZDF oder die ARD erst Stunden später mit dem Thema auf Sendung? Ja. Und wenn sie denn berichten, dann kriegen sie die Kritik, warum unterbrechen die jetzt die Sendung und gehen auf Sendung, obwohl sie nichts wissen. Das höre ich ganz oft von aus so bekannten Kreisen, was das denn soll, dass die eine Dauersendung machen und mir irgendwie 2 Stunden lang erzählen, sie wissen von nichts. Das war dazu jetzt in Berlin auch wieder so. Dazu hat Heugi was Schönes gesagt. Nee, dazu hat Bellut vom ZDF, der Intendant, auch was gesagt. Sie gehen dann davon aus, dass nicht jeder die Sendung von Anfang an sieht, sondern nach Hause kommt, anmacht und deswegen wird dann nochmal ein Filmchen wiederholt. Genau. Aber das ist eigentlich mehr die Aufgabe der Inforadios. Das Fernsehen an der Stelle dann solche 3-Stunden-Schleifen senden muss. Kommt halt, ich sag mal so, bei solchen Sachen, ne, ich meine, das erste Mal hatten wir es in der Form, dass ich mich dran erinnern kann, am 11. September. Das war ja noch ein bisschen länger her, 2001, da gab es ja Twitter noch nicht. Ne? Da war ja wirklich die Sache nur so, da war ja das nur mit Radio und Fernsehen und da war ja viel Fernsehen. Da war den ganzen Radio. Tag Fernsehen. Naja, das ging ja erst um 3 los hier in Deutschland. 15 Uhr ging das erst los, 15 Uhr. Aber dann auch bis durch, Ende. Ne? Ja, na klar. Das war ja auch so der Gamechanger. Ja, mach mal weiter. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten. Wer hätte das gedacht? Für fast alle war es über eine Überraschung, für viele sogar ein Schock. Auch hier bei uns reiben sich die Menschen immer noch verwundert die Augen. Ich bin geschockt. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Muss man schon etwas Sorge haben um unsere Zukunft. Vielleicht müsste einfach mal ein bisschen neuer Wind rein. Ja, was war das? Wo müsste da neuer Wind rein? Wo muss da neuer Wind rein? Das Mikrofon rennt. Das Mikrofon. Ich wollte das Mikrofon Engel sagen, aber das ist auch nicht besser. Deswegen habe ich abgebrochen. Also nachdem die alle zu schüchtern sind, ich glaube, es war die AfD-Wahl, also die Wahl in Berlin? Nein. Nicht? Nein.
Die Wahl von Trump wahrscheinlich. Yeah! Jawohl. Make America great again. Ja. Ja. Großartig. Das, das Zentralkomitee von Hör doch mal zu hatte ja nach der Subscribe 8 einen Beschluss gefasst. Ja, wir hatten. Den können wir ja mal veröffentlichen. Und da haben wir gesagt, wir reden nicht mehr über Trump, bis er gewählt wird, und hatten so die Hoffnung, dass wir denn nie wieder über Trump reden müssen. Und jetzt haben wir das Problem, jetzt wird der Typ wirklich, ja, Präsident der USA. Ich finde das ja irgendwie. War das der Holgi, der gesagt hat, der glaubt, der kann dieses Land wie eine Firma führen? Ja, und ja. Dachte so, ich bin dann der Chef von dem Laden. Ja, das wird und dann so gehe ich immer mit Geschäftspartnern essen. Und der eine Geschäftspartner ist dann der Putin, der andere Geschäftspartner ist der Hollande. Weißt du, was das Problem ist? Wenn das wirklich passiert, haben wir ein echtes Problem, weil wenn Trump nichts macht, dann macht das Pence und der ist noch schlimmer. Der Kollege hat ja gesagt, du kannst in 4 Jahren USA-Aktien kaufen, weil das da eine Firma ach so, ist. Ja, weiß ich nicht. Also ich fand ja irgendwie so, ja, zu Trump ist auch alles gesagt, lass uns nicht so da ist, machen. Da ist beim Realitätsabgleich drüber gesprochen worden, hat die Lage der Nation drüber berichtet. Ja. Und die haben es wirklich kompetent auch gemacht, da fühle ich mich absolut nicht. Und wenn ihr unsere Meinung dazu hören wollt, wir haben dazu auch eine Sendung gemacht, Intint. Ja, wir haben eine gemacht. Wir haben tatsächlich eine monothematische Trump-Sendung mal gemacht. Ja, gleich nach der Wahl. Aber als er gewählt war, vorher nicht. Nee, vorher haben wir, glaube ich, einmal über ihn gesprochen und dann nicht mehr. Ja, dann haben wir gesagt, dass wir nicht über ihn sprechen wollen. Ja, so ungefähr. Mach mal weiter. Oh, ja. Ja, kommen wir zum letzten Brennpunkt aus diesem Jahr, den wir mit reingenommen haben, weil einen Brennpunkt haben wir beide übersehen übrigens. Ist mir heute so aufgefallen. Und jetzt gucken wir mal. Sie haben es wahrgemacht. Scheidung keiner Liebes-, sondern einer Zweckehe nach 43 Jahren. Kanzlerin Angela Merkel brachte es auf den Punkt. Ein Einschnitt für. Was war das? Hier vorne vielleicht? Ist ihr's? Raten? War ein sehr wichtiges Ereignis in diesem Jahr. Also es war nicht die Trennung dieser Lombardis von RTL oder so. Wir hören mal nochmal rein und dann gucken wir mal und dann geben wir noch ein paar mehr Tipps. Wir haben ja Zeit noch. Sie haben es wahrgemacht. Scheidung keiner Liebes-, sondern einer Zweckehe nach 43 Jahren. Kanzlerin Angela Merkel brachte es auf den Punkt. Ein Einschnitt für. Das Piep ist übrigens Europa als Tipp. Ja, ich hab's gehört. Genau, wir haben's gehört. Der Brexit. Der Brexit, genau. Mach hier mal. Genau, das war. Ja, zum Brexit hat Ulf Burmeier gesagt, das freut eigentlich nur die Juristen, die jetzt über Jahre damit beschäftigt sind, Verträge auseinander zu dröseln. Das ist auch so ein Ding, das ist so der maximale Super-GAU von allem irgendwie. Also ich glaube, das ist auch irgendwie, da weiß auch keiner, wie das weitergeht, glaube ich. Nee, da hat sich auch vorher keiner Gedanken gemacht, Nein. Welche Auswirkungen das hat, was da dranhängt, ne? Naja, also, der Witz ist ja, das Ding hat ja auch irgendwie überhaupt nichts zu bedeuten, ne? Also ich weiß, dass zum Beispiel im Wissenschaftsbereich jetzt so Fragen auftauchen. Da sind unheimlich viele Kooperationsprojekte, wo teilweise die Briten die finanzielle Federführung haben und die wissen überhaupt nicht, wie das weitergeht. Naja, ich meine, der Witz ist ja, es gibt ja auch so tolle Sachen wie, dass die jetzt irgendwie der High Court, der hat ja jetzt beschlossen, dass das Votum vom Parlament bestätigt werden muss, ne? Ja, und jetzt haben, aber dagegen ist Einspruch erhoben worden. Dagegen ist Einspruch erhoben worden von dem Supreme Court. Das ist ja so ein ganz komisches Gericht. Da hat Fefe mal drüber geblockt. Das haben die nur mal Oberhaus mal eingerichtet, weil ihnen eine Entscheidung des High Courts nicht gepasst hat. Haben sie noch einen draufgesetzt? Haben sie noch einen drübergesetzt und hat dem Motto, eure Entscheidung gefällt mir nicht. Das ist ja das Schöne. Das Schöne in Großbritannien ist ja, die haben ja keine geschriebene Verfassung. Nö. Das ist ja alles nur Gerichtsentscheide oder Parlamentsbeschlüsse. Und jedenfalls muss der High Court jetzt entscheiden. Und der Witz wäre, wenn der High Court beschließt, dass alle Parlamente zustimmen müssen, denn ruhig hinsetzen hier. Ruhig hinsetzen da.
dass der High Court beschließt, dass, jetzt bin ich raus. Dass die Parlamente, damit meinst du zum Beispiel die Schotten? Ja, die Schotten, wenn die auch zustimmen müssen. Ja. Oh, jetzt wird uns die Katze hier entführt. Ah, ich glaube, weil die nicht mehr winkt. Die Katze hat das Winken aufgegeben. Ja, dann kriegt sie neue Batterien. Das ist schön. Weil Cat-Content muss sein. Ja, auch hier, hör doch mal zu. Ja. Ja, also ich denke mal, dieses ganze Verwaltungsmäßige und Organisatorische, was diesem Brexit-Entscheid jetzt folgt, das haben die sich alle nicht überlegt. Weder die, nee, die das Referendum angeleiert haben, noch die diese Entscheidung herbeigeführt haben. Ich fand das so geil, irgendwie die Tage danach so, irgendwie so, alle treten sie zurück erstmal so, nee, das wollten wir jetzt auch nicht. Ich wollte ja meine, so der Cameron, der tritt zurück und dann hast, weißt du noch die Szene, wie er da zurückgegangen ist? Er pfiff sich ein Liedchen. Wo er dieses Liedchen pfiff, so nach dem Motto so, ja, ich hab damit nichts zu tun. Genau, also ich war das ja nicht so. Ja. Ja, genau. Also ich denke, da werden auch die in Brüssel noch eine Menge Spaß mit dieser Entscheidung haben. Hast du das gerade gesehen gehabt? Was? Er hat das hier gezeigt. 10 Minuten noch? Ehrlich? Vollprofi. Ja. Dann müssen wir weitermachen. Nee, wir haben noch genug Zeit. Wir machen eine Punktlandung. Ah, das passt. Genau. Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Sammelabschiebung ins sichere Afghanistan. Nee, ich muss das anders betonen. Vorsicht. Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Sammelabschiebung ins sichere Afghanistan verzögert sich etwas, da unser Zielflughafen zurzeit unter Beschuss liegt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Dazu habe ich noch einen anderen Tweet, den ich jetzt hier nicht bei habe, den ich nur textuell zitieren kann. Ja. Wenn Afghanistan so sicher ist, warum trägt der Messier dort eine kugelsichere Weste. Genau. Also da waren viele schöne Tweets dabei. Da waren jede Menge schöne Tweets dabei. Auch andere. Ich hatte noch irgendeinen anderen, den habe ich jetzt schon wieder vergessen. So. Ja, was ist hier für, was war das für ein Anlass? Das war der Anlass, dass eine Maschine mit, ich weiß nicht, irgendwie 22 Flüchtlinge. Nee, 34. Kabul, davon ein Drittel angeblich Verurteilte. Wobei ja auf Twitter auch gleich gefragt wurde, Herr de Maizière, wie viel ist ein Drittel von 34? die abgeschoben werden. Aber ich meine, dazu muss man übrigens noch anmerken, letztlich kann so eine Abschiebung zumindest erstmal gestört werden, wenn der Pilot nämlich sagt, ich flieg die nicht. Ja, aber ich sag mal so. Hat es schon mal gegeben. Ja, aber ich weiß nicht, wir müssen uns damit, ich glaube, wir mögen das alle nicht. Klar, aber ich glaube, wir müssen das halt akzeptieren, dass das halt zu dieser Flüchtlingsdebatte halt auch dazu gehört. Ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen müssen, aber wir müssen halt gucken, dass wir da die richtigen Leute abschieben und nicht irgendwie die Leute abschieben, die wir halt, die irgendwie hier voll integriert sind, ne? Ja, also ich sag mal so, wir müssen halt gucken, okay, der kommt hier rein, der macht eine Straftat und abgeschoben, bumm. Wir hatten aber ja schon Fälle von Familien, wo die Kinder zur Schule gingen, super Leistungen brachten, voll integriert werden und bloß weil die Eltern irgendwie, die sind schon 3 Jahre hier oder 4 oder 5 und das geht halt nicht, aber wenn hier einer straffällig wird und das ein sicheres Herkunftsland ist, dann muss ja auch abgeschoben werden, dann muss es da auch, wenn das ein sicheres Herkunftsland ist, dann muss es da auch die Möglichkeiten geben. Ja, wobei, straffällig geworden kannst du sicherlich begründen, indem du sagst, sozusagen Gastrecht verwirkt. Ne? Wenn du mich einlädst oder wenn ich zu dir in die Wohnung komme und ich demoliere dir deine Couch oder deinen Tisch, dann kannst du auch sagen, du kommst hier nicht mehr rein. Du hast dich als Gast mies benommen. Genau. Habe ich ja neulich nicht gemacht. Habe ich ja Glück, kann ich ja nochmal hin. Ja, wenn die DDR dich wieder einreisen lässt, musst du aber Ostmark umtauschen, hast du das letzte Mal vergessen. Ne? 1:5, ne? Ist der Schwindelkurs. Nee, 1:2 war der, 1:2 war Zwangsumtausch. Nee, 1:1 war Zwangsumtausch. Ja, das war ja ganz hart. Ja, meine ich ja, das hast du vergessen. Oh, das wird ja teuer. Ja, das wird teuer, ne? Das wurde ordentlich bestraft auch, ne? Und du durftest auch nichts wieder mit zurücknehmen oder so, ne? War dann Markt der DDR durfte nicht ausgeführt werden. Ja, genau. Deswegen hat man ja dann, Bücher gekauft. jeder Westberliner Student hatte ja dann irgendwie ein Kapital im Regal stehen.
Ach, deswegen waren die da alle so links und Entschuldigung, echt das Wort. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann mal verfressen wollte. Ja. Oh, das war auch Das war auch schwierig, weil du wurdest platziert. Ja, du wurdest platziert. Der Gulasch kam ja auch bloß 4,93 oder so und die kleine, diese Molotow-Cocktail große Bierflasche kam 39 Pfennig. Ja, außerdem war das. Also du wurdest auch mit Essen nicht unbedingt viel Geld los. Ja, und das Problem war, du warst auch nicht gern gesehen. Doch. Auch also ich kann mich an eine Szene erinnern vom Linden. Weil die West Trinkgeld haben Lindenkorso, das ist jetzt, wo Bentley und VW Friedrichstraße Eck unter den Linden sind. Da war früher das Lindenkorso. Opa erzählt vom Krieg. Ja. Und da stand man an zum Essen. Man wurde dann an freie Tische gesetzt. Und wir standen da mal mit Kumpels in einer Reihe und die Schlange war endlos lang gegen Mittag, bis Rainer mal sagte, haben wir ja unser Westgeld umsonst mitgebracht. Da waren wir ganz schnell drin. Ja, lass mal nächsten Tweet machen. Wir werden in folgenden Sendungen sicherlich noch öfter, weil, wie sagst du immer, du bist doch alt. Sag doch mal den schönen. Du bist doch alt. Genau. Nächster Tweet. Genau. Der Preis für die beste Überschrift des Tages geht heute mal wieder an die Lokalzeitung aus Gründen. Und da hast du die Alp in die Hose gemacht. Ja, genau. Ein wunderschöner Tweet. Wir haben hier eine Straße mit einem Schild und darunter steht, Straßenstrich soll länger werden. Weil sie müssen die und darum geht es aber nicht um den Straßenstrich, also nicht um Prostituierte oder um Sexarbeiter, Sexarbeiter. Sexarbeiter sagt man. Sexarbeiterin, aber Arbeiter und Arbeiterinnen. Nee, Sexarbeiter Unterstrich innen. Nee, macht man jetzt nicht einen Doppelpunkt? Nee, keine Ahnung, egal. 10 Applaus, cool. Jedenfalls muss der Straßenstrich da länger werden halt. Ja, der ist nämlich auch abgefahren. Ja, und das geht halt nicht. Sag mal, geht's nur mir so, weil jetzt eben Applaus kam mit dem Doppelpunkt oder dem Unterstrich oder dem Sternchen. Ich kann diese Dinger überhaupt nicht lesen. Ja, das ist Absicht. Ich stolper regelmäßig über dieses Binnen-I oder über den Doppelpunkt oder so. Es stört meinen Lesefluss. Weißt du, was das Krasse ist? Das soll's auch. Und richtig gegenderte Texte nutzen auch alle vier Formen, damit du auch immer wieder drüber stolperst. Mein Gott, wenn ich eine Stellenausschreibung lese, da will ich nicht sprachlich erzogen werden. Ja, das ist schlimm, oder? Das hemmt meinen Lesefluss. Und das ist nicht nur bei Stellenanzeigen, das ist auch in anderen Texten so. Ich kann dir ja was sagen. Ich war ja dieses Jahr, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ich war ja in einem Krankenhaus und in einem Krankenhaus gab es ein Ärztinnenzimmer mit Stern. Kein Ärztezimmer mehr, sondern ein Ärztinnenzimmer. Mit Sternchen dazwischen. Ja. Aber noch ein Schwesternzimmer, aber ein Ärztinnenzimmer. So, das war halt eine Universitätsklinik. Wie ist denn eigentlich die männliche Form von Schwester? Krankenpfleger. Danke. Nicht Bruder, das ist was anderes. Und den Tweet, der kam mir hier irgendwie auf dem Kongress entgegengeflogen. Antivirus Protection in a nutshell. Ja. Kein Kommentar weiter, oder? Nee. Der Tweet ist so geil. Was sehen wir da drauf? Wir sehen einen Rauchmelder und dieser Rauchmelder hat eine Batterie da drin und diese Batterie hat Feuer gefangen. Und so funktioniert Antivirus. Genau, so funktioniert Antivirus. Genau. Ja. Top. Wir haben noch 5 Minuten. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, was hast du denn da auf diesem Kongress so gesehen? Du hast ja schon Vorträge geguckt, du bist ja uncool. Ich habe Vorträge geguckt. Welchen Vorträge habe ich denn geguckt? Ich habe noch keine Vorträge geguckt. Yay! Nein, nicht je. Ich habe gestern Abend im Hotel, ich habe ein ganz gutes Hotel-WLAN. Oh, cool, ich habe keins, mein kostet mich Geld. Und ich bin 30 Mbit down. Ich bekam mit meiner Türöffnungskarte gleich einen Zettel mit Username, Passwort und habe das ausgetestet. 30 Mbit down, das ist ganz ordentlich. Ja. Da habe ich mir den über das N26-Desaster angesehen. Okay. Das ist dieses Banking-Desaster. Ah, Banking? Ist das dieses Flugzeugdings? Nee, das habe ich noch nicht. Vom Null habe ich noch nicht. Der soll gut gewesen sein. Ja. Hast du das mitbekommen mit dem Tweet gestern noch? Mit welchem Tweet? Es gab
irgendeiner hat eine Folie vertwittert und diese Folie, und dann hat das Air Berlin Social Media Team geantwortet, sie sollen das mal bitte schon runternehmen. Ja, ja, es wurde ja auch gesagt, man soll keine Bilder von irgendwelchen Flugtickets mehr auf Twitter verbreiten, das sei es wohl auch nicht. Ja. Nee, was habe ich denn noch? Pack doch mal dein Handy weg. Wir ich will doch gerade mal gucken, was im Saal 1 gestern war. Ach so. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Denk schneller. Die Opening Ceremony habe ich gesehen. Die habe ich auch geguckt. Wisst ihr, ich habe doch im Vortrag geguckt. Was erzähle ich hier für einen Scheiß? Und dann habe ich gesucht, wann die Keynote kommt, und es kommt keine. Ja, es gibt keine. Geht auch, ne? Ja. Der Kongress läuft trotzdem. Ja, 12.000 Leute. Ich finde das hier cool. Das sind echt tolle Leute, muss ich mal sagen. Weißt du, worauf ich am meisten gespannt bin? Auf was denn? Auf die Closing Ceremony. Oh ja, ich auch. Wird nämlich gesagt, wo der 34C3 stattfindet. Wirklich? Mach den Detektor an! Hast du da... Ach so. Mann! Ey, mit dem Autisten, ne? Wisst ihr, was der Witz ist? Normalerweise machen wir das Ding über Studio Link. Da sehen wir uns nicht. Das heißt, er muss das immer betonen. Und ich krieg das immer mit... Heute sieht er mich und deswegen, nur deswegen, wird er wahrscheinlich wieder mit Mimik und Gestik mir versuchen, Sarkasmus und Ironie beizubringen. Und dann kommt und jedes Mal dran, anstatt er das nicht mal begreift. Aber ich sag dazu nichts. Ne? Nee. Also, nee, wir haben ja mal die Situation, ja, wir haben nebeneinander an der Spree auf der Bank gesessen, jeder hat stur geradeaus geguckt und wir haben uns bestens unterhalten. Ja, das mache ich immer so. Weil den darfst du in manchen Situationen nicht angucken. Doch, aber ich guck dich denn nicht an. Ist schon irre, ne? Ja, das liegt halt daran, das liegt halt an meinem Autismus. Also, und bei mir ist es so, dass ich habe mal den schönen Spruch gehört, ich guck dich nicht an, sondern ich gucke auf deine Stimme, damit ich mehr... um sozusagen da auch noch mal mit drauf zu hören. Also deswegen finde ich Podcasts auch so toll. Weil ich brauche die Leute nicht sehen, ich höre die ja. Wieso hast denn du dann mal gefragt, warum Studio Link kein Video hat? Naja, weil wir vorher ja Skype gemacht haben und da konntest du dann immer ein Zeichen machen, wenn du auch mal was sagen willst. Weil ich glaube, du kommst manchmal nicht zu Wort bei uns. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du bei uns nicht zu Wort kommst? Ich glaube nicht, ne? Nee, nicht mehr. Nee? Nicht mehr. Genau, doch, doch. Nee, nee. Seit der letzten, also ich habe zur letzten Sendung habe ich die Mann, ich kann doch nicht mal trollen. Zur letzten Sendung habe ich die Rückmeldung gekriegt, du hast ja mal ein bisschen mehr gesagt. Ja, weil ich so schlecht drauf war. Ja. Ich war ja da so fertig bei der letzten Sendung. Okay, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Oh, ich hoffe ja bloß. Ja, jetzt. Genau. Das sind wir. Das sind wir, Jan und Fairsein. Ja, ich wusste nicht, wie rum wir sitzen, deswegen ist das falsch rum. Genau. Ist doch egal. Ist egal. Hier ist es richtig rum, guck mal. Das habe ich für uns gemacht, ne? Genau, ja. Ihr könnt uns gerne ansprechen und hört doch mal zu. hör-doch-mal-zu.de ist übrigens die Webseite, das steht hier gar nicht. Genau, ja, und hdmz-podcast ist der Twitter-Händel. Aber genau, ja. Wenn man Profi wäre, hätte man das. Aber ihr könnt uns übrigens im Feed könnt ihr uns finden. fydd.de, da sind wir drinnen mit, hör doch mal zu. Oder ihr googelt das einfach. Da muss man, an der Stelle nochmal ein Dank an den Christian Bettnarek, ne? Ja, an den Hörsuppen-Christian. Der Hörsuppen-Christian ist großartig. Ja, genau. Ja. Und der ist fast überfordert, deswegen sage ich ja, wir sollten so eine Hörsuppen GmbH und Co. KG gründen. Ja, das sagst du. Ich mache jetzt mal Feierabend. Ja, mach mal Feierabend. Hau mal Outro rein. Ja, genau. Tschüss. Tschüss, das war's. Und das nächste Mal wieder unlive und ohne Video.